Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück in Riverside. Mensch, wir spielen wieder Train Fever, den USA DLC mit allen Fahrzeugen diesmal. Auf einer wunderschönen Karte. Ihr seht sie, schön. So, hier habe ich eine Haltestelle rausgemacht gehabt aus Riverside und habe die hier hoch verlegt. Hat sogar einen Output gehabt, das heißt hier stehen tatsächlich Leute. Hier könnte sich diese Ecke auch ziemlich gut entwickeln. Und der größte Vorteil an der ganzen Geschichte ist, dass hier eine Freizeitnutzung ist. Das habe ich vorher ein bisschen übersehen. Und jetzt fahren beide hier vorbei. Was hier jetzt vielleicht so ein bisschen Stau führen könnte. Aber ich glaube, das ist insgesamt kein Problem. Die müssen sich jetzt auch erstmal vom Takt her ein bisschen anpassen. Was gut geht, ist Riverside hier. Der Bahnhof, super, 51 Leute warten hier schon. Auch nach... nach Riverside Central warten so unglaublich viele und da kommt schon wieder der nächste an. Ich glaube, die Riverside Central kommt nicht ganz hinterher. Da könnten wir jetzt uns überlegen, wenn der hier jetzt über 20.000 oder höher geht, dass wir mal ein bisschen umsetzen. Geld genug, Hammer dafür auf jeden Fall. Wir können auch jetzt, oh, wieder die ganz coolen Fahrzeuge holen. Ach, ich freue mich. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Aber bevor ich mich freuen kann wie ein Schnitzel, werden wir hier erstmal noch einen neuen General kaufen. Und hoffentlich bald auch noch entsprechend viele Fahrzeuge daran hängen, also Personenwagen. Mindestens drei insgesamt brauchen wir. Also noch weitere zwei macht ungefähr 130.000 auf der hohen Kante, damit wir die noch bezahlen können. Weil der Takt oben nämlich ziemlich desolat ist. Ja, da müssen wir reingehen, das hilft nichts. Da sehe ich sonst echt Panik auf der Linie. Aber es wird schon. Und mit den neuen Fahrzeugen wird es jetzt auch viel cooler. Da werden wir auch dann mal gucken, ob wir da vielleicht noch eine neue Linie hier durchbauen können. Entsprechend der Entwicklung der City. Vielleicht auch mal hier irgendwie noch eine durch, die dann hier lang geht. Irgendwie sowas. Ich habe mir da noch nicht genau konkret überlegt, was genau. Erstmal wollte ich die zweite Linie jetzt mit einem neuen Zug befeuern. Einfach damit die besser funktioniert. So. Momentan driften wir ein bisschen im Minus rum, aber das sollte jetzt eigentlich ganz gut werden. Wird's auch. Und vielleicht kommt auch gleich ein nächster Zug an, der wieder Kohle bringt. Momentan ja noch nicht so ganz. Aber es ist unglaublich, wie viele Leute hier langlaufen. Und hier runter müssen wir auf jeden Fall. Also diese Linie hier mitzunehmen, die brauchen wir zwingend. Das geht quasi nicht ohne. Und jetzt haben wir hier die Riverside Pembroke. Da können wir gleich den anderen drauf schmeißen, weil der fährt sowieso hinter dem her. Zumindest gleich, weil wir gucken jetzt einfach mal, wie hier oben haben wir noch gar keine Fahrzeuge. Den müssen wir nämlich jetzt auch gleich machen. Und das ist nämlich jetzt hervorragend, denn wir haben die Freunde und die haben ja bisher uns eigentlich immer hervorragende Dienste geliefert. Oh nein, den Doppeldecker, der hat uns immer hervorragende Dienste geliefert. Jetzt pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir machen auf die Zentrallinie Nord und Süd hier jeweils diese großen Dinger drauf. Das ist ja schon eine halbe Tram, das Teil. Ja, Kosten... Tut's allerdings auch fast wie ein Albtraum. Dafür fährt's auf der Straße und kann 20 Leute mitnehmen, was in der Zeit ein absolutes Highlight ist. Ich versuche mal zwei auf die Zentral-Süd zu lenken, weil da nämlich die ganzen Wohnviertel sind. Das wird im Leben nicht reichen und da werden wahrscheinlich auch nicht so viele drauf warten. Wobei es gibt noch keinen Individualverkehr. Vielleicht befeuert das diese Linie, was wiederum diesen Wert hier nochmal ein bisschen anhebt. Würde mich freuen. Ich denke mal euch auch. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass es jetzt relativ zügig geht, dass hier noch mehr Fahrzeuge draufkommen auf die Linie. Einfach damit der noch mal ein bisschen anziehen kann und vielleicht auch sogar gleich noch ein bisschen Geld verdienen kann. Ah, schaut gut aus. Ah, da hat es wieder, zugeschlagen, der miese Peter. Hier ist einer am Hochfahren. Und hier kommt einer an, der da gar nicht... Ja, okay, dann wartet uns der andere gerade hier unten noch. Schade, das dauert noch ein bisschen. Ja. Oh, die Borsig! Wunderschön! Klasse Gerät, habe ich auch immer gerne. So, wir erhöhen den Takt weiter. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, Freunde. So, komm schon. Mit Liebe. Jetzt aber. So, ich versuche es, wie gesagt, jetzt weiterhin aufzubauen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter einzelne Fahrzeuge da drauf zu setzen. Ist eine grandiose Linie, die könnte richtig, richtig mega gehen. Beide sogar, die Nord genauso. Die nehmen nämlich echt schön viel von der Stadt mit. Und ich hoffe einfach, dass wir hier diesen Bahnhof so weit aufplustern können mit diesen zwei Linien,
dass wir da jetzt erstmal Ruhe haben auf der Linie und die endlich mal plus einfährt. Das wäre recht schön. Die hier unten macht schon ganz gut plus. Die oberen, ja, die kränkelt noch ein bisschen. Was aber jetzt auch wieder ganz gut funktioniert, ist die Riverside Mitte. Da freue ich mich extrem drüber. Ich hoffe, die bleibt auch da oben. Wir müssen bloß schaffen, dass die jetzt noch im Plus sind und dann ist alles supi. Alles. Und noch viel mehr. Ich hoffe es. Wir gucken jetzt einfach mal. Auf den Zentrallinien finde ich die ganz cool, die Doppeldecker. Ja, die anderen würden, die Pferdekutschen würde ich jetzt eher verwenden, um hier jetzt eine Linie dann hochzugehen, wenn die Stadt mal in die Breite ein bisschen wächst. Jetzt aktuell reichen mir die auf den Zentralrouten. Die haben mehr als genug Kapazität und fahren auch entsprechend schön schnell. Die können hier richtig gut aufräumen und ich glaube, die saugen nämlich auch ganz gut Passagiere hier unten an. Was ein bisschen problematisch ist, ist vielleicht noch die Linie hier. Wobei, die müssten sich eigentlich langsamer ausgehen hier, die Freunde. Hm? Schaut's aus? Ist immer noch der falsche Zug. Wo ist denn der richtige Zug? Sag jetzt nicht, der wartet jetzt wie ein Bescheuerter hier, oder was? Nee. Der müsste schon durch sein. Ah, da ist er. Da ist er. Jetzt haben sie sich mal ein bisschen getroffen. Das ist okay. Das ist okay. Ja, da wird es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass wir die Bahnhöfe hier vergrößern. Dass wir da mehr Anbindungsmöglichkeiten bringen, dass es einfach insgesamt schöner läuft. So, checken wir mal die Lage. Ah, es wird schon besser. Die machen halt immer noch grandios Minus. Das Gute ist, der Takt hier wird nie komplett gesprengt werden können, weil die sich immer neu justieren, jede Durchfahrt. Was natürlich den Nachteil hat, dass die auch eine Zeit lang stehen. Und stehende Züge verdienen bekanntlich halt überhaupt kein Geld. Was Geld verdient, ist allerdings dieses Gerät, dieser Doppeldecker, der verdient uns richtig schön Geld, und zwar von Anfang an eigentlich schon. Ist halt jetzt noch außer Konkurrenz, da es keine Autos gibt. Wir könnten natürlich den Autoverkehr manuell unterbinden, indem wir solche Routen hier einfach töten, aber ganz ehrlich, das macht doch auch keinen Spaß. Jetzt, wo wir es drinnen haben, habe ich da keinen Bock mehr drauf. Vorher hätte ich es ganz gut gefunden, das mal einfach zu testen, was passiert, was wäre wenn, ja. Auf der anderen Seite, nee, das brauchen wir nicht, ja. Wir machen die nur dann weg, wenn wir hier mit einer Schiene nicht anständig durchkommen. Weil dann ist es doof, ja. Aber, ich will nur die Möglichkeit haben, Schienen umzusetzen oder Straßen um Schienen irgendwie mit Unterführungen durchzuleiten. Das geht mit den Hauptverbindungen leider nicht anständig. Und deswegen machen wir das jetzt so. War cool gedacht, aber in der Umsetzung nicht ganz. Nicht ganz. So, wie viele warten hier eigentlich mittlerweile? 28. Das müssten wir jetzt noch ein bisschen so auf die paar 40 hochbekommen. Dann würde diese Linie super Geld machen. Es sei denn natürlich, wir hängen da noch ein neues Teil hinten dran. Müssen wir mal gucken, wie viele kommen hier mit. 23. Ist noch nicht ganz aufgebohrt. Wird aber. Könnte natürlich auch ein Orca mit 140 draufschmeißen. Ich glaube, da hätten wir jetzt überhaupt keinen Stress mehr. Was ist das hier? Orca 140, 20. Ja, die schauen eigentlich ziemlich ähnlich aus. Sind, glaube ich, auch dieselben, oder? Haben aber nur eine Ladespeed 1. Die haben auch nur 1, was aber auch völlig okay ist auf den Dingern. Na komm schon. So, Pembroke Zentral Nord hier nochmal gleich drauf geworfen. Jetzt sollte insgesamt hier mal ein bisschen was aufgedreht werden. Hier oben müssten jetzt auch ziemlich schnell ziemlich viele Leute kommen. Hoffe ich. Und dann sollte die verdienen jetzt auch schon gut. Die sind ein bisschen in Riverside, Wichita sind ein bisschen abgeschmiert. Die waren mal viel stärker. Ich weiß jetzt auch nicht, was da gerade los ist, aber ich denke mal, das finden wir noch mit Sicherheit raus. Das ist nur eine Frage der Zeit. Was aber mit Sicherheit, Pembroke wird jetzt auf jeden Fall besser laufen. Weil jetzt hier überall die Anbindungen da sind. Ich glaube, da fahren jetzt auch viel, viel mehr Leute mit uns mit. 7 Minuten fahren beide Züge. Ist okay. Ist völlig okay. So. Machen wir hier mal ein bisschen Takt verbessern. Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen Optik wieder reinbringen. So. Wir sehen hier unten, stehen immer noch ein paar. Die räumen die natürlich jetzt in der Geschwindigkeit weg, die jenseits von Gut und Böse ist. Ja, also das muss man natürlich auch sehen. Da passen 20 Leute rein in das Ding. Ja, das ist ein Doppeldecker.
das ist halt konkurrenzlos. Ja, die Dinger fahren vor allem mit den Betriebskosten. Ich meine, die sind immer noch teurer als der einfache, aber die haben halt einfach Kapazitäten wie blöde. Und genau das ist das, was wir brauchen. So, und ich hoffe, dass jetzt hier auch endlich mal 10 Leute wollen da mit. Ist noch nicht viel, ne? Noch nicht viel. Aber wir pumpen das schon noch. Ich bin mir auch sicher, dass das jetzt demnächst richtig abgeht, wenn hier mal endlich dieses System eingefahren hat. Und vor allen Dingen, man darf das nie unterschätzen, dass sich die Leute da auch erst dran gewöhnen müssen, dass es solche Anbindungen gibt. Die fahren nicht von heute auf morgen damit. Wenn die jetzt noch irgendwie einen Job haben, bis die dann sich umorientieren, weiß ja keiner, ne? Das kann aber auch ein paar Tage dauern. Wird bei mir auch ein paar Tage dauern, ne? Oder bei dir oder bei uns. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier 25. Wäre jetzt schön, bis der nächste Zug kommt, wenn die auf 30, also ich würde fast sagen auf 40 hoch wären. 40 wäre so das Optimum, aber das werden wir nicht ganz schaffen, egal wie viele da jetzt rankommen. Dafür bringen die uns gerade zu wenig Geld rein. Aber in so einen Zug gehen 42 rein, das heißt 40, wenn er mitnehmen würde, wäre schon super. Mit wie viel kommt er da an? Mit 28 ist natürlich auch noch nicht so ganz optimal, ne? Aber wobei, das könnte voll gut klappen, Freunde. Schaut mal her. 40. 41. Ja, grandios. Der fährt volle Kanne heim. Nicht ganz voll. Ja, nicht ganz voll, aber gut dabei, ne? Der fährt mit gut Leuten, fährt der los hier. Super nice. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Die haben sich mittlerweile auch, glaube ich, arrangiert. Der fährt hier auch ziemlich steil. Ja, das könnte gehen. So, hier müssen wir mal den Druck wegbekommen von dieser Hauptroute. Ich würde auch fast vorschlagen, dass wir das manuell machen, sobald ein bisschen Geld da ist. Dass wir die Linien hier, auch den müssten wir jetzt dringend hier mal erweitern. Der müsste unbedingt da hinten noch eine neue Haltestelle reinbekommen. Einfach mal ein bisschen weiter bauen. Mal gucken, Riverside Central, der hat eh einen super geilen Takt. Nach der 6 kommt die da und dann auf die 8 und dann auf die 9, genau. Da haben wir den nämlich gleich mal manuell ein bisschen erweitert. Da müssten wir jetzt gucken, ich möchte die Zentrallinie in Riverside nicht komplett killen. Wie lange leben denn diese Teile? Diese ganz normalen Postkutschen haben doch überhaupt kein Lebensalter, oder? Gucken wir mal schnell, die leben 15 Jahre und wie alt bist du? Auf Riverside, weil die sind nämlich auch schon relativ dunkel. 12. Ja, das ist jetzt eigentlich überhaupt kein Stress, möchte ich sagen. Das ist überhaupt kein Stress. Nö, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Denke ich mal. Weil dann könnten wir nämlich denen sagen, pass auf, ihr rüstet mal um auf die Doppeldecker. Die auf deinen anderen Routen nicht zwingend. Nö, die wollen alle mit der Zentral mit. Da wären natürlich, wenn wir die auf Doppeldecker umrüsten würden, wäre das natürlich hier ein enormer Wirtschaftsfaktor, den wir damit dann natürlich auch noch ganz schön krass stärken könnten. Was grandios wäre. Was echt grandios wäre. Und hier rüber werde ich auf jeden Fall noch was machen. Und zwar, pass auf, wir gehen hier mit einer kleinen Straße auf jeden Fall weiter und schließen hier unten an und gehen hier oben nochmal rüber. Dann kann sich nämlich auch Riverside ein bisschen weiterentwickeln. Warte mal, hier müssen wir gerade runter. Kommen wir aber nicht anständig gerade. Warum will der denn hier immer abbiegen? Das ist ja auch saublöd so. Jetzt macht das. So. Machen wir da mal ein bisschen Schützenhilfe für die Stadt. Bisschen Schützenhilfe. So. Schaut schon viel besser aus. Jetzt können die sich hier ordentlich entwickeln. Dass die hier so knapp an der Schiene hier bauen, das gefällt mir überhaupt nicht. Können wir jetzt aber auch gerade im Moment nicht ändern. Ist halt jetzt so. Jetzt müssen wir dann beim Überlegen, beim Ausbauen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir den wirklich mit der Schiene dann rausgehen aus der Nummer.
So, die Pembroke Zentral Nord fährt noch ein bisschen Minus ein. Ja, das wird schon. Spätestens, wenn in Riverside mehr Kapazitäten da sind, beziehungsweise auf allen Zentrallinien, kriegen wir das schon auf die Kette. Ich würde ja ganz gern den... Warte mal, nochmal schnell gucken. 13 Jahre. In 2 Jahren sollte der Spuk eigentlich durch sein. Wir könnten es manuell mit Sicherheit auch machen. Aber will ich eigentlich gerade? Will ich das überhaupt? Wie schaut es in der Zentrallinie hier aus? Hier stehen auch wahnsinnig viele Leute rum. Dafür aber hier nicht. Okay. Ich würde ganz gerne jetzt wirklich langsam anfangen, hier eine neue Linie runter aufzubauen. Beziehungsweise nochmal eine, die hier rüber geht. Die könnte ja auch hier einfach eine Verbindung haben und dann hier weitergehen. Das wäre auch nicht schlimm. Könnte man das hier ein bisschen durchnutzen oder hier vielleicht hier durchführen, wäre auch cool. Dann würde die jetzt sich zweimal an der roten treffen und einmal an der grünen. Hätten wir auch da einen Knoten und hier einen Knoten. Und hier dann noch später einen Knoten. Interessant. Wäre interessant. Weiß ich noch nicht. So, aber was ich weiß, ist, dass wir jetzt so viel Kohle momentan auf der hohen Kante haben, dass wir jetzt momentan erstmal ganz locker, flockig gucken können, wo unser Depot abgeblieben ist, wenn ich es wieder finde. Habe ich das wieder hingebaut? Da. Okay, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt hier in Riverside, mal kurz umstellen, Riverside. Euch verkaufen wir alle in Zentral und ihr werdet alle aufgefüllt mit einem Doppeldecker. So. Jetzt haben wir hier die Riverside Zentral mit Doppeldeckern aufgefüllt. Jetzt sollte zumindest der Stress hier auf der Zentrallinie der Vergangenheit angehören. Gucken wir mal, die Jungs fahren hier nämlich alle wie die Wahnsinnigen. Aber Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder und gucken mal, was hier in Riverside passiert. Bis dahin würde ich sagen, habt eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss!